Ja, hallo, liebe Studierenden. Heute schauen wir uns das Beispiel 6 zur Durchbiegungsberechnung an. Wir haben ein System, Einfeldträger mit Gleichstreckenlast, Spannweite 5,25 m. Aufgabenstellung: Für die dargestellte Einfeldplatte, die durch verformungsempfindliche Trennwände belastet wird, ist der wahrscheinliche Wert der Durchbiegung zu berechnen. Es handelt sich um ein Innenbauteil mit trockenen Umgebungsbedingungen. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum beträgt 50%. Der Zeitpunkt der Erstbelastung ist nach 28 Tagen vorgesehen und wir verwenden Zement, Festigkeitsklasse 32,5N. So, dann ist der Querschnitt gegeben, es ist eine Deckenplatte 20 cm hoch, die 1,3 cm, statische Höhe 17 cm. Beton C3037, Betonstab B500. Eine Biegemessung wurde schon durchgeführt, dann kam, dass eine erforderliche Biegung von 8,1 Quadratzentimeter pro Meter erforderlich ist. Gewählt wurden 11,3 Quadratzentimeter pro Meter. Und die Einwirkungen GK und QK sind gegeben, sind hier 6,5 und 5 Kilonewtonmeter. Und dann ist noch der Kombinationsbeiwert Psi2 mit 0,3 hier vorgegeben. Im Einzelnen sollen folgende Punkte durchgeführt werden: Überprüfung des Bauteilzustandes und Berechnung des Restverteilungsbeiwertes. B. Ermittlung der Krümmung im Zustand 1. Dann C. Ermittlung Krümmung im Zustand 2. Und zum Schluss Überprüfung der Zulässigkeit der Durchbiegung. Okay, fangen wir mit dem ersten Teil an. Also wir prüfen den Bauteilzustand des Bauteils, ob dieses Bauteil gerissen ist oder nicht. Und das machen wir unter der seltenen Einbiegungskombination, weil wenn das Bauteil einmal gerissen ist, und diese seltene Kombination tritt ja irgendwann in Lebzeit einmal auf, wenn dieses Bauteil einmal unter dieser seltenen Kombination belastet wurde, ist das Bauteil gerissen und die Risse schließen sich nicht wieder. Deswegen macht man diesen Überprüfung des Bauteilzustandes unter der seltenen Kombination. Wir rechnen erstmal die Momente für beide Situationen aus, weil wir die andere auch brauchen, die quasi ständige gleich, also quasi ständige Einwirkung. Damit werden wir nämlich die Durchbiegung nachweisen. Eine quasi ständige Einwirkung. MED Perm. Wir nehmen die Last von 6,5 kN und 5,0 kN hier für die quasi ständige mit dem, mindern wir ab mit dem Beiwert Psi2. Also 6,5 plus 0,3 mal 5,0, das ist unser PD. Und wir wissen, PD mal L Quadrat Achtel ist unser Moment beim Einfeldträger, also mal 5,25 m Spannweite durch 8 kommen wir auf 27,56 Kilonewtonmeter. Gut, also bei der quasi ständigen kommt dieser Beiwert Psi2 mit rein, bei der seltenen Kombination nicht. Ja, also seltene Einwirkungskombination. MED Wear. Da summieren wir jetzt einfach 6,5 plus 5,0. Ja, die veränderliche wird voll mitgenommen, mal L Quadrat Achtel kommen wir hier auf 39,62 Kilonewtonmeter. Okay, dieses Moment von 39,62 Kilonewton vergleichen wir mit dem Moment infolge des Rissmoments. Also rechnen wir das Rissmoment aus. Rissmoment MCR gleich FCTM mal dem Widerstandsmoment. Das Widerstandsmoment ist einfach beim Rechteckquerschnitt B mal H Quadrat Sechstel. FCTM lesen wir aus. Unsere Zugfestigkeit für den gegebenen C3037 sind es 2,9. Breite von der Deckenplatte nehmen wir 1 Meter, die Höhe 0,2 Quadrat durch 6. Kommt raus ein Moment von 0,0193 Meganewtonmeter. Also entspricht 19,3 Kilonewtonmeter und das ist kleiner als die Einwirkung MED Wear. Also das Bauteil befindet sich im Zustand 2. Ja? Schreiben wir auf. Da das Rissmoment
des Querschnitts kleiner ist als das maximale Feldmoment, unter der seltenen Einwirkungskombination befindet sich ein Teil der Decke im Zustand 2. Okay, also jetzt haben wir festgestellt, das Bauteil ist gerissen. Ja. Im nächsten Schritt berechnen wir jetzt, wie viel von dem Bauteil befindet sich denn im Zustand 2, also wie viel Prozent. Ja, und dafür berechnet man den Rissverteilungsbeiwert. Ja. Folgendermaßen, den Rissverteilungsbeiwert ermitteln man mit 1 minus Beta mal Sigma SCR durch Sigma S in Klammern zum Quadrat. Für Beta nehmen wir 0,5 bei einer Dauerbelastung, was hier der Fall ist. Also hierbei ist für Dauerbelastung Beta gleich 0,5 einzusetzen. Für die Spannung können wir auch hier bei reiner Biegung die Momente nehmen. Also für Sigma SCR durch Sigma S darf im Falle reiner Biegung mit MCR, also das Moment, durch M gerechnet werden. Wobei für M wiederum das Moment aus der seltenen Einwirkungskombination angesetzt werden sollte. Ja, auch hier gilt, die seltene Kombination tritt einmal auf, dann ist so und so viel von dem Bauteil gerissen und das verändert sich nicht mehr. Also die Risse schließen sich nicht wieder. Das heißt, die Anzahl an Risse oder der Bereich an Risse wird über die seltene Einwirkungskombination festgelegt. Also dann rechnen wir den Beiwert aus. Das ist also 1 minus Beta, ist 0,5, mal unser Rissmoment, das sind 19,3 kN. Und unter der seltenen Kombination haben wir eine Einwirkung von 39,62. Das zum Quadrat kommt raus 0,88. Das heißt, 88% des Bauteils finden sich im Zustand 2. Ja, 88% des Bauteils im Zustand 2. Okay, schreiben wir das, was ich gerade gesagt habe, nochmal auf. Also der Rissverteilungsbeiwert sowie die Überprüfung
des Bauteilzustandes werden mit der seltenen Einwirkungskombination geführt. Ja, warum machen wir das? Weil sich ein einmal entstandener Riss nicht mehr schließt. Ja? Da sich ein Riss, der sich einmal unter der seltenen Kombination eingestellt hat, nicht wieder schließt. Für den Durchbiegungsnachweis ist aber eine einmalig hohe Durchbiegung nicht relevant, sondern da gilt, dass wir das nachweisen mit der üblichen Durchbiegung. Also eine einmalig hohe Durchbiegung ist nicht relevant, sondern die übliche Durchbiegung. Der Nachweis der Verformung wird daher mit der quasi ständigen Kombination geführt. Ja, aber mit dem Risszustand aus der seltenen Kombination. Ne? Also Risszustand aus seltener Kombination, Durchbiegung aus quasi ständiger Situation. Okay, dann, wie machen wir das jetzt, das Ganze? Gehen wir da einmal vor. Also die Biegesteifigkeit des Stahlbetonbauteils ist über die Länge nicht konstant. Teilbereiche sind im Zustand 1 und Teilbereiche im Zustand 2. Also Teilbereiche Zustand 1 und andere im Zustand 2. Die Berechnung der Durchbiegung erfolgt aber nicht so, dass man annimmt, Teilbereiche sind Zustand 1 und Zustand 2, sondern man macht Folgendes. Man macht zunächst eine Berechnung und tut so, als ob das Bauteil komplett im Zustand 1 wäre. Und dann macht man nochmal eine Berechnung und tut so, als ob das Bauteil komplett im Zustand 2 wäre. Und dann wird das mit dem Rissverteilungsbeiwert gemittelt. Ja? Also, die Berechnung der Durchbiegung erfolgt mit vereinfachter Annahme einmal mit Biegesteifigkeit für komplettes Bauteil im Zustand 1 und dann mit Biegesteifigkeit für komplettes Bauteil im Zustand 2. Und der dritte Schritt ist dann ein gewichtetes
Mittel der Durchbiegung zwischen Zustand 1 und 2 mittels des Verteilungsbeiwertes.